Dominik hier, moin. In diesem Video zeige ich dir die NAS-Funktionalität einer Fritzbox, in meinem Fall die 7490, wofür sie geeignet ist, für wen sie geeignet ist und vor allem, wie du das Ganze einrichtest. Bevor es jetzt losgeht, die Funktion des NAS, also Network Attached Storage, ist relativ rudimentär in diesem Allrounder-Router der Fritzbox eingebaut. Nicht in allen Geräten, check das bitte. Und du kannst somit Inhalte im Netzwerk und auch übers Internet für die Benutzer deiner Fritzbox bereitstellen. Für wen ist das geeignet? Nun, wenn ich beispielsweise alleine im Haushalt lebe, beziehungsweise für mich und meine Freundin oder für wen auch immer im Haushalt eine große Diskstation oder ein teureres NAS nicht benötige, weil ich einfach nur ein paar Inhalte zentral verfügbar machen möchte und unter Umständen von unterwegs auch drauf zugreifen will, dann stellt das eine Lösung dar, die relativ preisgünstig zu realisieren ist und ich keine extra Hardware brauche, denn die Fritzbox läuft ja sowieso. An meiner Fritzbox 7490 sind zwei USB-Anschlüsse. Beide können USB 3.0, aber Achtung, du kannst solche Festplatten hier mit USB 3 beispielsweise, wie bei mir, und ohne eigene Stromversorgung nicht anschließen. Mit einem USB-Stick, mit einer Karte, mit einer SSD müsstest du es probieren. Mit dem Stick und den Karten geht es auf jeden Fall. Mit der SSD schau einfach auf die Leistungsaufnahme bzw. auch, was die Fritzbox hier an technischen Daten genau hat, um sicherzustellen, dass das Lesen auch möglich ist. Zur Not, es gibt so Festplattenadapter mit eigener Stromversorgung. Dann klappt es auf jeden Fall. Dann kannst du nämlich auch größere Platten hinhängen mit eigener Stromversorgung. Und bevor ich jetzt groß weiterrede, fangen wir einfach an, die NAS-Funktion auf der Fritzbox einzurichten. Ich bin hier auf meiner Fritzbox 7490 bereits angemeldet und der erste Punkt findet sich unter Internetfreigaben. Die Fritzbox sollte, wenn du das NAS von extern erreichen möchtest, also den Speicher, den die Fritzbox bereitstellt, auch über das Internet erreichbar sein. Das kannst du über die MyFritz-Dienste machen, die immer mal wieder in der Presse standen. Ich persönlich würde es über Dynamic DNS machen und über eine DynDNS-Adresse auf meine Fritzbox zugreifen. Die Einrichtung geschieht hier und sollte dann so erfolgen mit dem Anbieter, den du ausgewählt hast. Ein eigenes Video darüber habe ich bereits gemacht, findest du auf iDomix. Ich blende die Nummer ein und ganz unten in der Suche kannst du schnell dieses Video finden, was Dynamic DNS ist und wie es einzurichten ist. Als nächstes gehe ich auf die Fritzbox-Dienste. Die Fritzbox-Dienste dienen dafür, dass ich die NAS-Funktionalität von extern erreichen kann. Die interne machen wir gleich. Ich möchte aber sicherstellen, dass wir auch von extern einmal auf die Inhalte draufkommen. Hierfür lege ich einen eigenen Port fest. Das ist normalerweise die 443. Ich würde hier einen anderen Port nehmen, wie zum Beispiel die 444, oder such dir im Bereich von 1 bis 65.535 einfach einen Port aus und merke ihn dir. Als nächsten Punkt steht dann hier, worunter die Fritzbox erreichbar ist. Das kannst du getrost ignorieren, denn die Fritzbox wird erreichbar sein unter https://deine-dynn-dns-adresse:// und der Port, den wir eben angegeben haben, also 444. Mehr ist an dieser Stelle jetzt nicht einzustellen. Nächster Punkt ist Heimnetz. Dort gehe ich unter Speichernass und sehe die bei mir angeschlossenen Geräte. Erstmal muss der Speicher, die NAS-Funktionalität der Fritzbox aktiviert werden und ich habe ihn für den internen Speicher, den möchte ich aber gar nicht nutzen, das ist jetzt wirklich nicht viel, und den externen Speicher, in meinem Fall einen USB-Stick aktiviert. Technische Daten, welche Dateisysteme unterstützt werden, findest du auf avm.de bzw. ich schreibe es dir auch nochmal auf iDomix. Den Online-Speicher kannst du hier auch einrichten, dann hättest du über die Fritzbox einen WebDAV-Anbieter wie 1&1 oder das Strato HiDrive GMX andere Anbieter. So kannst du nämlich zum Beispiel
von jemand anderem eine Diskstation oder einen WebDAV-Zugriff ebenfalls mit einbinden, der dann dir Zugriff darauf über deine Fritzbox erlaubt und im NAS der Fritzbox auch erscheint. Du kannst hier unter der Heimnetzfreigabe noch einen Namen festlegen und die Arbeitsgruppe für Windows-Rechner. In meinem Fall ist das alles korrekt eingerichtet und der nächste Punkt führt mich ins System. Im System habe ich die sogenannten Fritzbox-Benutzer. Hier habe ich bereits zwei Benutzer angelegt und ich gehe einmal und lege einen neuen Benutzer an. Das ist wieder meine Jutta. Da nehme ich ein angeblich gutes Kennwort, das übliche Test 123. Ich erlaube der Jutta Zugang aus dem Internet. Sie soll nicht die Fritzbox-Einstellungen, sie soll keine Sprachnachrichten, aber was sie können soll, sind Zugang zu NAS-Inhalten. Hier muss ich nämlich ein Verzeichnis noch hinzufügen. Entweder sage ich, die Jutta darf alle verfügbaren Speicher nutzen oder die Jutta darf nur das Verzeichnis nutzen. Und auch hier kann ich festlegen, entweder meine gesamte externe Platte oder einen Ordner oder einen weiteren Ordner und kann leider nicht mehrere Ordner an dieser Stelle definieren. Ich kann jedoch der Jutta zunächst mal auf die Videos erlauben, kann ein weiteres Verzeichnis auf die Musik erlauben und kann ein weiteres Verzeichnis die Bilder erlauben. Ich kann sagen, ob sie schreiben oder lesen darf oder ob sie beides machen darf. Kann auch Verzeichnisse wieder entfernen oder alle entfernen. Smart Home soll die Jutta nicht können und VPN braucht man an der Stelle auch nicht und sage dann okay. Hast du das nun alles eingestellt? Ist deine Fritzbox soweit fertig, damit wir jetzt mit einem Computer darauf zugreifen können? Zunächst mal machen wir das über das interne Netzwerk und zwar mit Windows. Ich bin hier auf einer Windows 10 Maschine angemeldet, befinde mich bereits im Explorer, möchte nicht auf dieser PC, sondern auf das Netzwerk. Dort findet sich dann die Fritz-NAS-Freigabe. Da klicke ich zweimal drauf und muss mich jetzt beispielsweise mit meiner Jutta gegenüber der Fritzbox authentifizieren, bekomme dort einen freigegebenen Ordner Fritzbox und sehe darin nur die Verzeichnisse, auf die die Jutta zugreifen darf. Das ist etwas blöd, jedes Mal da drauf zu klicken. Also gehe ich auf dieser PC, gehe dann auf Computer, sage Netzlaufwerk verbinden, suche mir einen Laufwerksbuchstaben aus, kann jetzt durchsuchen sagen, gehe auf das Fritz NAS, sollte ich jetzt nach Benutzername und Kennwort gefragt werden, nochmal den Benutzer und das Kennwort eingeben, verbinde mir gleich den Fritzbox-Ordner, sage OK, sage Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen und sage Fertigstellen. Und damit hat dieser PC einen weiteren, unter vielen, wie du siehst, Laufwerksbuchstaben mit M und so kann ich auf die Fritzbox einfach zugreifen. Wenn ich über das Internet auf die Fritzbox zugreifen möchte, starte ich mir einmal den Browser, gebe dann HTTPS, deine dünne DNS-Adresse, das ist neben bei mir jetzt Fritzbox, Doppelpunkt 444 / NAS ein. Dann bekomme ich jetzt einen Zertifikatsfehler. Das liegt daran, dass das Zertifikat bei mir selber ausgestellt wurde. Und ich sage mit dieser Webseite fortfahren und melde mich jetzt hier mit meiner Jutta und dem Test Kennwort einmal an. Und dann habe ich auch hier im Browser die Möglichkeit, auf meine NAS-Inhalte auf meiner Fritzbox von extern zuzugreifen, kann etwas upload, also hochladen und etwas herunterladen. Ich kann das Ganze auch freigeben, wenn ich möchte, hier im Browser. Zum Beispiel möchte ich meine Musik teilen, dann markiere ich den Ordner Musik und sage teilen. Nun wird ein Link erstellt von meiner Fritzbox und ich kann dies teilen mit einer E-Mail-Adresse. Zum Beispiel gebe ich dann die E-Mail-Adresse ein, mit dem ich diesen Inhalt teilen möchte, kann sagen, es ist für 5 Tage oder für 10 Zugriffe erstmal aktiviert, falls der das irgendwie weiterschickt oder diejenige, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Viel mehr kann ich in der Oberfläche hier eigentlich nicht machen, die Freigaben übrigens hier noch verwalten. Wenn ich die Musik nämlich nicht mehr freigeben möchte, dann gehe ich da einmal drauf und lösche es hier einmal rechts weg. Und nun ist die Freigabe wieder gelöscht.
kann auch nach Inhalten suchen und mich wieder abmelden. Eine andere Weise, sich mit der Fritzbox von extern zu verbinden, ist mir so nicht bekannt. Allerdings ist das auch, wie ich ganz am Anfang des Videos sagte, eine relativ rudimentäre Funktion der Fritzbox. Mit dem Finder kannst du übrigens auch darauf zugreifen. Du sagst einfach, gehe zu, mit Server verbinden, gibst dann smb://fritz.box fritz.box oder die IP-Adresse deiner Fritzbox ein, /, sagst verbinden, gibst dann wieder Jutta beispielsweise ein, also der Benutzer, der sich mit der Fritzbox verbinden soll, und bekommst da im Finder natürlich auch Zugriff. Das sind also die Möglichkeiten, wie du die NAS-Funktionalität deiner Fritzbox nutzen kannst. Aber Achtung, es ist, wie ich sagte, rudimentär. Der Flaschenhals, den stellt definitiv die Fritzbox dar, denn die verarbeitet die Dateizugriffe nicht besonders schnell. Gerade im Internetnetzwerk, wenn es um Dokumente und ein paar Bildchen geht, okay. Aber es hört dann spätestens damit auf, wenn du größere Videodateien übertragen möchtest. Probier es einfach aus, wie es im Zusammenhang mit einem Flash Drive, mit einer SSD oder mit einer schnellen Festplatte und USB 3 an der Fritzbox ist. Aktiviere unbedingt auch USB 3 auf der Fritzbox, denn sonst laufen die Anschlüsse unter Umständen nur auf USB 2 Modus, denn die Fritzbox möchte von Haus aus gerne Strom sparen. Die Berechtigungen, hast du auch gesehen, ist nicht so schön einzurichten wie auf einem großen NAS, zum Beispiel einer Synology Disk Station. Aber dafür ist das natürlich unheimlich günstig, das Ganze, beziehungsweise es ist ein All-in-One-Gerät, die Fritzbox, die das mitbringt. So greifst du also auf die Inhalte zu. Ich hoffe, das Video hat dir einigermaßen weitergeholfen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich unterstützt und mir den Daumen hoch gibst, ein Abo zusätzlich, dann bleibst du auf dem aktuellen Stand meiner Videos. Vielen, vielen Dank dafür, für den Support. Vielen Dank auch, dass du mein Video angesehen hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.